So, bevor ich jetzt schiebe und das Mikrofon gebe, erzähle ich euch noch eine kleine Geschichte. 1997, am 1. September, haben zwei Polizisten in Nürnberg einen Fehler begangen. Die haben sich nämlich einen kleinen, unschuldigen Bundeswehrsoldaten gesucht und haben gedacht, den ficken wir jetzt mal so richtig, weil er ein bisschen Gras auf der Tasche hat. Was sie nicht wussten ist, dass sie damit ein Feuer wecken, das 16 Jahre später dazu führt, dass ich eine Handparade organisiere, an der viele, viele tausend Menschen mitmachen. Ich wünsche mir, dass jede Verkehrskontrolle, jede Razzia und jeder geschlossene Shop dazu führt, dass Menschen eigene Veranstaltungen aufmachen, um dieses Elend zu beenden. Wir dürfen nicht nur in Berlin kämpfen, wir müssen genauso in München, in Köln, in Heidelberg und in Klein-Kleckersdorf aktiv werden. Drei Mann und ein Infostand ist alles, was wir brauchen. Denn wir haben die Argumente und wir haben die Zeit auf unserer Seite. Unser Kampf wird aber nicht nur hier in Deutschland geführt, sondern wir sind Teil einer weltweiten Gemeinschaft von Menschen, von Millionen Menschen, die erkannt haben, dass es nur eine Richtung geben kann. Und das ist weg vom Krieg gegen Drogen, weg vom Krieg gegen Drogenkonsumenten, hin zu Jugendschutz, Qualitätskontrolle und mehr Miteinander statt Gegeneinander. Genau. Wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich den Kampf um die Legalisierung mitunter ein bisschen verbissen kämpfe. Es gibt aber auch Menschen, die können das sehr, sehr viel spontaner, lustiger, lauter. Und einer von denen ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren lerne, wie man das mit der Legalisierung richtig macht, ist der Chibo Mertinait. Der ist extra aus Australien hierher gekommen. Der hat also mit Sicherheit den weitesten Anreiseweg gehabt. Seid bitte so lieb und gebt einem der Gründerväter der deutschen Legalisierungsbewegung mal so einen richtig dicken Applaus. Chibo Mertinait! Alles Lüge. Der Mann, der ist ja, das ist der Größte in meinen Augen hier in Deutschland im Moment, was der hier alles gemacht hat. Letztes Jahr, er war hoffentlich da, wo er mit seinem Cannabus die Cannatur gemacht hat, um irgendwie darauf hinzuweisen, dass es überall Probleme gibt und dass wir nur dadurch, dass wir zu solchen Sachen wie heute hier sind, herkommen, Gesicht zeigen und sagen, ich bin kein Krimineller, nur weil ich einen besseren Geschmack habe und geile Taste Buds, nämlich schöne, gute, geile Heads. Ne? Ich danke nochmal ganz herzlich Steffen Geier, ein Mann von der ersten und letzten Stunde, der hat hier so viel bewegt, dass heute wieder die Sonne scheint und wir alle hier sind und ihr alle da seid und alle sagen, ist ja wieder Wahnsinn. In Berlin läuft die Polizei jetzt mit irgendwelchen Panzerwesten hier rum, weil wir ja alle AK-47 rauchen oder was? Ich weiß nicht, was da abgeht. Habt ihr für den Namen? Was ist denn da ein Kopfmann? Der hat zu viel gesoffen oder wie? Das gibt's doch gar nicht. Da laufen die hier jedes Jahr mit den Panzerwesten neben uns her. Spring rein, wenn einer eine Tüte raucht. Sag mal, gibt es keine echten korrupten Kriminellen hier mehr? Wenn es, wie sie alle heißen, eine Scheiße. Gut, dass ihr alle da seid. Ey, ihr seid da, das macht das so eine Freude. Ich war hier schon vor Jahren, da waren wir ganz kleiner Haufen. Und vor ganz vielen Jahren, ich glaube so 15, 14 Jahre her, da hatten wir mal 20, 30.000 sogar, ne? Da waren wir, 50.000 waren hier schon, ne? Ihr müsst da wieder hinkommen. Nur weil jeder jetzt irgendwo im Schrank seine eigene Ernte feiert, müsst ihr trotzdem herkommen. Ist doch alles albern. Jetzt wissen wir ja, dass die Amerikaner überall mitlesen, mithören. Wofür wollen wir uns noch schämen? Dafür, dass wir gutes Gras rauchen? Egal. Ich habe mein erstes Smoke-In mitgemacht, da habe ich noch nicht mal gekifft. Ich habe Jura studiert, das war 77 in Hamburg. Meine Freunde waren alle Kiffer, weil, ne, ist ja einfach angesagt damals. Da haben wir irgendwie, ne, da war es eine Zeit, was immer noch abgeht, ne, dass die Leute immer noch so eine Hennerplatte wie damals in Holland verkauft kriegen. Ein Schwachsinn, dass irgendwelches Gras hier mit Blei beschwert wird, damit es dann noch ein bisschen mehr Geld gibt und so. Da ist unsere Regierung für verantwortlich. Diese sogenannte Politik, wie der Mann vorher sagte, die keine Politik ist, das ist Paranoia, das ist Axel Springer, das ist die Bild-Zeitung. Die Verblödung der Massen findet hier statt. Wir sind kurz vor dem Supergang.
Australien, das ist in Australien, da haben wir eine Hanfbotschaft gegründet. Nachdem vor, ich glaube, 21 Jahren oder so, waren noch irgendwelche Ostler in die ungarische deutsche Botschaft eingelaufen und haben dann da irgendwie Asyl gebeten. Deswegen haben wir jetzt der Hanfpflanze in Australien, der Cannabispflanze in meinem Hippiedorf, ein Asyl gegeben, indem wir da eine Botschaft, die Hanfbotschaft gegründet haben. Das ist das Hemp Embassy auf Englisch. Und das läuft ganz gut. Wir machen da immer einmal im Jahr einen schönen Protest. Mardi Gras mit Joint-Drehwettbewerben, Bomben-Weitwurf, eisernen Anbauer. Ihr könnt aber gucken, das gibt es überall ein bisschen Informationen. Mardi Gras mit Doppel-S in Nimbin, Australien. Ansonsten machen wir aber auch ganz interessante Sachen, die nicht nur zur Belustigung dienen, sondern einfach irgendwie, da haben wir einen Typen, der heißt Tony Bauer. Der macht immer noch Medizin aus Cannabis, neue Tinkturen und hat mörderischen Erfolg damit. Weil diese Pflanze wurde ja dadurch, dass sie so früh kriminalisiert wurde, nie wirklich erforscht, was sie alles für gute, heilsame Effekte haben. Von daher, das sind einfach immer noch neue Sachen, die permanent rauskommen. Ich war in der glücklichen Lage, am 20. Juni in Bonn zu sein, wo dann diese medizinischen Cannabis-Benutzer, die legal in diesem Land jetzt endlich benutzen dürfen, wo die in Bonn protestiert haben vor der Bundesopiumstelle. Und dementsprechend, da habe ich so viele tolle Menschen getroffen, so viele tolle, traurige Geschichten gehört, wie diese Leute, die so krank sind, ne? Und denen macht man dann noch irgendwie so einen Terror, dafür, dass sie irgendwie ihre Medizin nehmen wollen. Was für eine Scheiße. Ich kann nur sagen, schön, dass ihr alle da seid. Die Zeit läuft immer wieder gegen uns. Lasst uns unsere medizinischen Brüder und Schwestern unterstützen. Dieser Wahnsinn muss aufhören. Es gibt hier nur knapp 4000 Leute in Deutschland, die irgendwie Cannabis in irgendeiner Form legal zu sich nehmen dürfen. Da ist so viel Scheiße noch. Da verdient der Staat dran. Die bezahlen 15 bis 25 Euro für ein Gramm Blüten. Das muss man sich mal vorstellen. Da bereichert sich noch irgendeine Sau daran, dass die Leute irgendwie krank sind. Der völlige Wahnsinn! Ich danke euch. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt oder nie. Wir müssen nächstes Jahr doppelt, dreimal so viele Leute werden. Schön, dass ihr alle da seid. Legalisiert es! Jetzt! Jetzt! Danke, Steffen! Und ein großer Applaus für Steffen, dieser Mann. Eine Energie, eine Bündel der Vernunft. Redet sogar mit der Polizei.